Und dann frei raus. Okay, frei raus ist es nicht, weil ich habe den Text geschrieben bekommen. Ups. Und habe auch gesagt bekommen, ich soll ihn bitte so vorlesen. Ich würde das vielleicht verkürzt etwas vortragen, aber ich lese es jetzt mal vor und weiß, wenn es nicht verständlich ist, nochmal nach. Aber Sie sind inhaltlich d'accord? Ich bin inhaltlich absolut d'accord. Die Entwicklung erweiterter Lernwelten und digitaler Kompetenzen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen in der strategischen Entwicklung von Volkshochschulen verankert werden. Gleichzeitig ist die Bildungspolitik gefordert, Volkshochschulen benötigen finanzielle Unterstützung für eine Qualifizierungsoffensive von Leitenden, Programmplanenden und von Kursleitenden, die in ihren Weiterbildungsangeboten erweiterte Lernwelten nutzen wollen. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank für dieses Statement. Und ich höre daraus, dass wir, ich hätte jetzt schon eine Reihe von Nachfragen, aber wir haben vereinbart, dass hier keine Diskussion stattfindet, sondern dass nachher am Podium stattfindet. Aber ich habe, bitte sehr, ich habe Begriffe aufgenommen, also erweiterte Lernwelt als Überbegriff, die digitale Kompetenz, die